neuen Spieler. Willkommen bei meinem neuen Video. Ich bin heute mal in Rot, wie ihr, denke ich mal, unschwer erkennen könnt. Und wie ihr vielleicht auch schon aus dem Titel entnehmen konntet, geht es heute um die Must-Haves, die man auf einer Con auf jeden Fall immer dabei haben sollte. Fangen wir zunächst mit den etwas größeren Sachen an. Da hätten wir zum Beispiel einmal die Isomatte, die, finde ich, für einen einigermaßen guten Schlaf auf jeden Fall notwendig ist. Dann einen Schlafsack. Hier, der ist jetzt von der Bundeswehr, der gehört aber leider nicht mir. Ich werde mir nämlich demnächst noch einen kaufen. Denn zu Ostern fahre ich das erste Mal dieses Jahr auf Con und ich habe leider die Befürchtung, dass es da noch sehr kalt sein wird. Und ich muss mir auf jeden Fall einen Schlafsack kaufen, der eben auch für Minusgrade geeignet ist. Hinzu zum Schlafsack kommt dann bei mir auf jeden Fall noch eine Decke. Hier jetzt eine Lagerdecke aus Wolle. Die lege ich zur Polsterung immer noch über die Isomatte, weil ich einfach das Gefühl von Isomatten nicht leiden kann. Ich habe dann noch Fließdecken, die ich mir richtig zum Zudecken nehme, weil ich das einfach angenehmer finde. Kommen wir nun zu den kleineren Dingen. Was ich auf einer Con auf jeden Fall immer dabei habe, ist einige Meter Seil. Falls ihr euer Zelt mal irgendwo festbinden müsst, falls irgendein Seil reißt, also ich denke, ihr könnt euch was darunter vorstellen. Was ebenfalls sehr wichtig ist, meiner Meinung nach, ist Panzertape. Egal, ob es jetzt für die Labwaffen ist, ob es ein Schuh ist, der auseinanderfällt. Den Fall hatten wir auch schon, dass eben die komplette Sohle abfällt. Also Panzertape, universell einsetzbar für alle möglichen Probleme. Machen wir weiter. Ganz wichtig, Leute, Mülltüten. Habt bitte immer Mülltüten dabei. Auf Großcons gibt es natürlich immer riesige Mülltonnen, in denen ihr euren Müll entleeren könnt, aber tut der SL einen Gefallen und räumt eure Pfandflaschen zusammen, räumt euren Müll zusammen, bringt ihn dann einfach gesammelt zu den Mülltonnen und dann habt ihr es viel einfacher und die SL und die Orga auch. Ein Taschenmesser. Kann man auch immer universell einsetzen, zum Dosen öffnen, zum Fäden abschneiden, zum Wurst schneiden, zum was auch immer. Also ein Taschenmesser ist auch mal sehr hilfreich. Was ich ebenfalls empfehlen kann, sind Karabinerhaken. Die können vielleicht nicht so schön zum Ambiente passen, aber sie sind auch sehr hilfreich. In Kombination natürlich auch mit dem Seil. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, ist das Notfall-Näh-Kit. Hier habe ich dann immer ein, zwei Nadeln drin, zwei verschiedene Fäden, einen dünneren, einen festeren und eine kleine Schere. Ich finde, das ist auf jeden Fall etwas, was jeder Laper dabei haben sollte, weil es oft vorkommen kann, dass eben doch mal eine Gewandung irgendwo einreißt und da kann das immer sehr, sehr hilfreich sein. Was ich ebenfalls sehr empfehlen kann, und zwar habe ich das auch bei einem YouTuber gesehen, den verlinke ich euch nochmal unten in die Videobeschreibung, und zwar ist das dieses tolle Stück hier. Und zwar, das ist ein typischer Senf- oder Joghurtbecher, die kennt man ja eben aus dem Supermarkt. Und da drin ist eine Toilettenpapierrolle. Aus dieser Toilettenpapierrolle habe ich einfach die Papprolle entfernt, sodass man es eben so schön ziehen kann. Habe in den Deckel des Bechers ein Loch geschnitten. Da fädelt man dann eben das Toilettenpapier einfach durch und kann es dann immer schön abziehen. Das erleichtert euch den Gang auf die Toilette einfach auch in dem Sinne, dass gerade auf Großcons, wir kennen es ja alle, Dixi-Klos, ich glaube keiner mag sie. Und die sind ja auch nicht immer besonders schön, vor allem nicht nach dem zweiten Tag einer Con. Und oft ist das Klopapier alle oder eben das Klohäuschen einfach nicht besonders sauber. Und da ist euer Klopapier auf jeden Fall gegen diverse Flüssigkeiten geschützt. Jetzt kommen wir zu meinen diversen Hygieneartikeln, und zwar, das ist jetzt meine Auswahl, wahrscheinlich haben andere Leute eben auch noch unterschiedliche Sachen dabei, was für mich auf jeden Fall immer ganz wichtig ist. Wir hätten hier einmal so medizinische Sachen, also Ibuprofen oder Bepanthen-Salben, diverse Frauenhygieneartikel, oh, da fällt schon einer raus, super, genau. Ich bin eigentlich nicht so der Fan von Schmerzmitteln, aber auf einer Con kann das manchmal einfach einem auch das Leben retten. Dann, was auf jeden Fall auch nicht fehlen darf, sind Oropax. Ich persönlich brauche die nicht, aber viele Leute können einfach ohne nicht schlafen, weil auf einer Con ist es oft 24/7 laut und da ist man auf jeden Fall froh, wenn man auch mal in Ruhe schlafen kann.
Was ich auch immer gerne dabei habe, ist Vaseline, universal einsetzbar, mein Cremeersatz quasi. Dann natürlich, was nicht fehlen darf, Zahnbürste, Zahnpasta, Duschzeug, was haben wir hier noch? Pflaster, auch ganz wichtig. Für die Mädels oder Jungs eben auch mit längeren Haaren, eine Haarbürste, die finde ich auch sehr praktisch, nimmt nicht viel Platz weg, hat noch einen kleinen Spiegel drin. Oh, ha, hier bin ich. Naja, ja, was haben wir hier noch? Wir haben noch, genau, auch ganz wichtig, eine Nagelschere, dann wäre hier noch irgendwo eine Pinzette auf jeden Fall drin. Was ich auch immer brauche, ist eine Bandage für die Hand. Manchmal habe ich einfach Probleme damit. Und auf so einer Con kann das einfach sehr entlastend sein, wenn man einfach seine Gelenke auch mal etwas ruhig stellt. Was haben wir hier noch? Ah, genau. Und als letztes wäre hier noch eine Stirnlampe. Die habe ich immer gerne dabei, weil es sehr, sehr praktisch ist. Die kann man einfach oben ins Zelt hängen und hat dann eben auch Licht, wenn man sich dann halt im Dunkeln mal umziehen muss oder irgendwas sucht. Und natürlich auch ihrem Zweck entsprechend sich die eben um den Kopf zu wickeln und somit die Hände frei zu haben, wenn man eben mal etwas sucht. Und als letztes für mich auch noch ganz wichtig, Desinfektionsmittel gut in Verbindung zu bringen mit dem tollen Toilettenpapier. Kann man sich ja vielleicht auch einfach zusammen in diesen Joghurtbecher machen und dann ist man sehr gut ausgerüstet. Und last but not least haben wir hier unterschiedliche Utensilien zum Essen. Also hätten wir einmal hier zum Beispiel diesen Zinnbecher oder Kelch, je nachdem wie man es nennen möchte. Verschiedenes Besteck, also ob es denn halt nun eine Gabel ist oder ein Löffel. Oder hier die andere Variante eben zum Beispiel aus Holz. Das kann ja jeder für sich selber entscheiden. Ich habe auch tatsächlich gerne ganz normales Edelstahlbesteck und das finde ich auch völlig ausreichend. Dann natürlich, was auch nicht fehlen darf, eine Schüssel für Suppen oder generell für die Nahrung, die man sich eben gerade zubereitet hat oder auch ein Brett zum Brotschneiden. Gibt es natürlich in ganz verschiedenen Größen und Formen und genau, das ist jetzt nun mal, um euch das zu verdeutlichen. Und natürlich, was auch nicht fehlen darf, je nachdem, ob ihr euch jetzt entscheidet, aus Konserven etwas zu kochen oder frisch zu kochen, Konserven, dann auf den Cons, wo man sich etwas zu essen kaufen kann, wie zum Beispiel auf dem Drachenfest, das werden ja alle kennen, die Fressecke in der Stadt, kann der normale Normalverdiener sich einfach nicht über 6 Tage lang leisten. Und deswegen einfach Konserven oder auch frische Sachen, was sich da auch mal sehr, sehr gut eignet, sind Äpfel oder Möhren, die halten einige Tage ohne schlecht zu werden oder ohne matschig zu werden. Das wäre es dann auch schon mit meiner kleinen Auswahl von den Dingen, die ich persönlich auf jeden Fall auf einer Con immer brauche. Wenn ihr Lust habt auf einen zweiten Teil, dann sagt Bescheid, schreibt es in die Kommentare. Was ich auch gerne noch wissen würde, wäre, was braucht ihr so auf einer Con? Worauf könnt ihr einfach nicht verzichten? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Ich hoffe, ich konnte euch einige Anregungen und Tipps für eure Con-Besuche mitgeben. Wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut!